Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem Neu im Archiv. Ja, es gab Post vom Angler. Das heißt, einmal Post gab es nicht. Es gab insgesamt jetzt dreimal Post vom Angler. Und was das damit so auf sich hat, das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich habe auch natürlich ein bisschen mir das hier so ein bisschen zurechtgelegt. Denn ich habe vom Angler wieder schöne Sachen gekriegt, muss man sagen. So, ich muss mal ein bisschen hinpacken hier, damit wir das auch alles... Ja, Post vom Filmangler. Und zwar, ich bekam drei kleine Päckchen mit Filmen. Und zwar, ihr wisst ja, der Filmangler hat, hat ja ein Verkaufsvideo gemacht. Und ich habe dann auch gleich vier Titel beansprucht. Ja, und habe nur zwei gekriegt, weil die anderen beiden waren schon weg. Ja, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. So ist das eben halt. Und ja, wie gesagt, er hatte ja bei dem ersten Verkaufsrausch, den er gemacht hatte, hatte ich mir ausgesucht Zombies unter Kannibalen. Hintergrund war, dass ich ja meine DVDs nach und nach abstoßen will und ich hatte ja von diesem Film hatte ich ja die DVD, Doppel-DVD sogar, in der großen Hardbox. Und wie gesagt, ich hatte gesagt, ja, dann machen wir fertig. Ich wollte noch einen anderen Film haben, der war leider schon weg. Und dann sagte er, ja, gut, 15 Euro. Ich sag, gib mal rüber die Bankverbindung. Und dann meinte er so zu mir, hast du die nicht schon? Ich sag, ja, die große Hardbox, aber die will ich ja loswerden und so. Und Rubbel die Katz, haben wir dann einen kleinen Tausch gemacht. Er, die Hardbox, Doppel-DVD, gegen ich, gegen das Blu-ray Steelbook. Und ich muss im Nachgang sogar sagen, dass er sogar den besseren Schnitt gemacht hat, denn in der Doppel-DVD von XT, da ist sind mehr Extras drauf als hier auf der Blu-ray. Ja, so kann es manchmal gehen. Aber mir war es egal, weil ich wollte die sowieso irgendwann abstoßen und dann haben wir gleich getauscht. Perfekt. Ja, Zombies unter Kannibalen. Mittlerweile ja rehabilitiert. Ja, auch von XT natürlich, von XT Video. Also von daher, schöne Sache. Aber der Angler ist ja nicht der Angler, wenn er nicht noch ein paar Goodies reinpackt ins Paket, hat er gemacht. Einmal The Jungle Book, und zwar die Realverfilmung, Animationsverfilmung, ist das glaube ich, Real und Animation, glaube ich. Kenne ich noch nicht von Disney, muss ich mir noch anschauen. Habe ich keine Aktien drin. Oh, kenne ich nicht. Wird was Schönes sein. Und Lost River, vergessener Fluss. Auch den kenne ich nicht, was immer das sein soll. Müssen wir mal schauen. In 3D gibt es aber auch in 2D. Also ich gucke ihn ohnehin nur in 2D, weil 3D habe ich eh nicht. Also von daher Lost River. Ein Ryan Gosling Film. Ja. Das hatte er mir noch als Goodies reingepackt. Und dann hatte der liebe Angler noch ein zweites Verkaufsvideo gestartet. Da hatte ich mir auch wieder zwei Filme ausgesucht. Auch da war ich wieder bei einem zu spät dran. Aber der andere war noch da, nämlich Hannibal mit Julian Moore und Anthony Hopkins, die Fortsetzung von Schweigen der Lämmer. Ich hoffe ja inständig, dass die hier keine Scheiße mit dem Ton gebaut haben. Das haben sie nämlich bei der Blu-ray von Schweigen der Lämmer gemacht. Da ist der Ton zu langsam angesetzt. Und ich habe nämlich das, die DVD noch im Archiv. Bevor eine bessere Blu-ray mit dem Ton nicht rauskommt, wird die DVD auch nicht ausgewechselt. Nun muss ich mal schauen, wie es bei Hannibal ist. Ja, und auch da haben wir dann wieder einen Tausch gemacht. Weil der Angler entdeckte bei mir eine Hardbox, die ich auch loswerden wollte. Haben wir getauscht. Und was ich da getauscht habe, das könnt ihr natürlich dann sehen, wenn er sein Video macht. Ich habe auch natürlich ein paar Goodies reingelegt. Wobei ich hatte gerade noch ein, gerade das andere, also das Tauschgeschäft hier weggeschickt. Ja, da habe ich noch ein paar Filme gezeigt. Sagt, kannst du die gebrauchen? Hat er gesagt, will ich haben. Habe ich ihm eingepackt, schicke ich jetzt auch nochmal raus. Ja, in diesem Sinne. Hannibal. Die Fortsetzung von Schweigen der Lämmer. Ich hoffe, wie gesagt, dass der Film wesentlich besser ist. Also von der Aufmachung halt her. Ja, und dann hat er mir wieder zwei Goodies reingepackt. Nämlich einmal einen Film, den ich noch gar nicht kenne. Und auch nicht weiß, was das sein soll.
Das muss ein dänischer Film sein. Irgendwie so ein knallharter und sehr realistischer Milieufilm über Bandenkriminalität. Oh, okay. Ja, der Film heißt Nordwest. Sagt mir nichts. Nie gesehen, nie gehört. Kommt bei mir auf den Haufen der Schande, wird geguckt. Wie Jungle Book und Lost River auch. Und dann hat er mir noch ein Goodie reingepackt. Mad Max Fury Road. Da muss ich allerdings sagen, den habe ich schon. Aber kein Thema, der findet sich dann im Tauschkörbchen wieder. Und wenn ich dann wieder einen Tausch anbiete oder wieder Mystery-Pakete fertig mache, dann wird der Film dabei sein. Je nachdem. Ne? Ja, habe ich schon. Ja, und dann hat mich ein Freund angesprochen, also kein Abonnent, sondern ein Freund von mir, der meine Videos gelegentlich auch guckt und hatte mich dann gleich gefragt, so sagt er, sag mal, hat der Angler dir eigentlich schon den Goke geschickt, den er vergessen hatte? Und ich konnte ihn dann beruhigen. Ja, Goke-Vampir aus dem Weltall, die kleine Hardbox, die ich ja gegen die große getauscht habe, auch die ist mittlerweile in meinem Archiv angekommen. Und wie gesagt, ich bin jemand, ich mache mir mehr Gedanken darüber, dass der Angler vergesslich wird, als dass ich einen Film von ihm nicht bekomme. Denn das hat auch ein bisschen was mit Vertrauen zu tun. Das ist ja in der heutigen Zeit sehr, sehr selten. Und beim Angler, dem vertraue ich blind. Nicht zu blind. Aber nein, der ist sehr vertrauenswürdig. Da mache ich mir auch gar keine Gedanken, wenn der mal einen Film vergisst. Dann sage ich ihm das und dann rubbel die Katz, habe ich den Film dann später. Da muss ich mir gar keine Gedanken machen. Das gilt auch für andere Leute, mit denen ich tausche. Es ist ja nicht nur der Angler. Auch was ich von anderen Leuten bekomme oder wo man sich austauscht, brauche ich mir nie Gedanken machen. Und das ist das Schöne auch an dieser Community. Ich bin zwar kein Mitglied der fucking Freaks, habe ich ja gesagt, will ich auch nicht werden, weil die machen ja mal Aktionen und sowas und ich bin mit meinem Zeitrahmen sowieso schon eingegrenzt. Aber ich finde die Community einfach cool. Ich finde sie geil, was sie machen an Aktionen. Aber ich habe einfach die Zeit nicht. Und deswegen bin ich da bei den fucking Freaks auch nicht dabei. Aber ich fühle mich ihnen verbunden. Nein, ganz im Ernst. Ich fühle mich denen verbunden, weil die wirklich auch klasse Leute sind. Und ja gut, wenn man so den Picker mal so außen vor nimmt. Ja, nein. Sind alle nette Jungs und auch Mädels, wobei das mit den Mädels habe ich noch nichts zu tun gehabt. Ja, deswegen, das finde ich ganz toll, dass es sowas in dieser Art noch gibt. Auch ihre sozialen Aktionen, die sie machen. Tolle Wurst. Ja, ihr Lieben, das war schon wieder mit neuem Archiv, Post vom Angler. Das war nur so ein bisschen ein kleines Video, was ich heute euch kredenzt habe. Ja, das sind meine Neuzugänge im Archiv. Und mir bleibt nur noch übrig zu sagen, tschüss. Bis zum nächsten Mal.